Kann ich auf Siegel bestellen? Der ist doch bestimmt schon Hunde. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Für jeden Scheiß geht die Nacht her. Herr Fleck, nach der Abendkarte! Was sage ich Ihnen denn jetzt? Orestominen, Olinur, Olos, Delto. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Aha. Also müssen wir für den Nachschub sorgen, dass der nicht herkommt. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Ja. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Tja, vielleicht steht sie auf Schnabeltier. Das weißt du ja nicht. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Aber was? Ich weiß nicht. Ein Schraubzieher vielleicht. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Tja. Nach oben. Rufus in der Haus. Vielleicht. Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus? Nice. Du bist ein Genie. Na, kurbel mal. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Vielleicht. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im... Tja. Na dann, weiß ich auch nicht mehr weiter. Karte. In Venedig, Marktplatz, Bellevue, Dock, zum Dock, im Industriegebiet. Tja. Auf zum Dock. Und was müssen wir hier noch mit dem Gondoliero anfangen? Ach, stimmt ja, der. Der ist jetzt auch abhanden gekommen. Jetzt haben wir einige Quests am Laufen. Einmal hier den Kollegen hier. Den Garnef. Die Gold müssen wir zusammenflicken. Dem Alex, dem Jukebox-Zwerg, den müssen wir auch noch irgendwie Noten abknüpfen. Das dann mit dem Gondoliero. Müssen wir uns dem Widerstand anschließen. Dann müssen wir den Kollegen verkuppeln. Und dann müssen wir Ei-ho. Und dann müssen wir... Ach, du schreckst so viel Nebenquests. Komm schon. Sing doch mit. Ei-diedel-diedel-do. Mann, hast du ein Glück, dass... Tja. Das hier wäre schon fast das Nebenquest. Hat schon fast Skyrim-Format. So viele Nebenquests. Das ist ja hier... Der Wahnsinn. Na gut. In der Altstadt kommen wir auch nicht mehr weiter. Oh, Romeo. Oh, ja. Schnabeltier. Schnabeltier-Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Tja, also. Mit welcher Quest fangen wir an?
hier könnten wir mal versuchen, die Speisekarte auszutricksen. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Tja. Wenn wir das kleinste Menü nehmen, dann könnten wir rein theoretisch. Weg. Das jetzt größer. Und dann. Das größer und das kleiner. Hier haben wir 0,5% stellig sind. Im 5, also im 2-stelligen Bereich sind bei der 2,5 und so. Könnte das schon. Ich glaube, mit dem mittleren sollten wir was machen. Jetzt hier auf dem mittleren ist wohl die mittlere. Kleiner machen und das dann zum großen Burger tauschen. Den großen Burger dann ja, ein Getränk tauschen. Oder zwei Getränke. Das Getränk klein machen. Das Getränk auch klein machen. Tja. Ist immer noch zu viel. Zum großen Burger müssen wir das erst machen. Dann können wir den Burger hier zum Getränk machen. Das hatten wir schon. Tja. Zwei Getränke könnten wir zu zwei Burgern machen. Lassen wir jetzt hier Downsize minus 0,5. Hä? Okay. Wenn wir das teuerste hier nehmen. Nehmen wir das in der Mitte hier. Downsize minus. Das ist doch ziemlich Downsize 1. Tja, 1. Vielleicht mit dem. Dann machen wir das dann. Lass mal den Burger minus. Kleiner Burger kann man nicht schrumpfen, oder? Hm. Wir haben einen doppelten. Wir haben den doppelten zu einem großen machen, aber drei. Das ist Lotti. Das dann kleiner machen. 2,5. Das dann kleiner machen. 1,5. War schon bei 0,5. Um bei 0,5 noch was Großes stehen zu haben. Oh, schade. Das hätte theoretisch geklappt. Insta-Tier. Und den jetzt. Hm. Zu Getränk. Wenn man das Getränk jetzt. Insta-Tier. 0,5. Ach, verdammt. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, ich meine. Nein, sorry, mein Fehler. Ja, okay. Einen Augenblick, was kann ich denn für Sie tun? Ich würde gerne. Aber gerne doch. Wir rätseln hier noch ein bisschen. Ich fange mal mit dem großen Menü an. Den Burger erstmal klein machen. Zack. 1.
großen Menü kommen wir nicht so schnell weiter. 2,5. 2,0. Hm. 3,0. So ein Großgetränk, das Großgetränk noch kleiner machen. 1,5 und 1,0. Ach, verdammt. So, das Getränk groß machen. Das Burger. 3,5. So. Nee, natürlich nicht. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut, das macht dann 0 Slotty. Okay, ich hab das in das Spiel jetzt übersprungen. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Ja. Nicht meine Absicht. Ja, klingt nochmal aus, was ich noch bestätigen. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Nein. Es nochmal, oder was? Einen Augenblick, was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Glückskeks umsonst. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie... Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, oh, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Immer dasselbe. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie. Glückskeks. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie... Gibt's denn nur einen einzigen Ausweis, oder? Vielleicht kann man... Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ach, für mich erstmal gar nicht. Wie Sie wünschen. Wir können einen Glückskeks gleichzeitig. Ich habe alle erwartet, ja. Ein guter Sir. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ja. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Immer dasselbe. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ah, okay, verstehe. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Ich hätte gern dasselbe wie eben. Wir müssen so viele Glückskekse sammeln. Komm sofort! Bis uns der Keks die Lösung an den Kopf schmeißt. Das größte Glück ist andere Lächeln. Okay, verdammt, jetzt schon wieder ein. Jetzt haben wir alles durch. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Hat uns schon die... Das Glück ist mit dem anderen. Ich hätte gern dasselbe wie einmal wie immer. Kommt sofort. Ich bin in die Glückskeksmaschine eingerutscht. Du musst den Glückskeks zu dem anderen bringen, verdammte Scheiße.